Im Jahre 1880 erwarb der Arzt Dr. Adalbert Suschimann ein vernachlässigtes Stück Land am See und ließ darauf gewaltige Gebäudekomplexe errichten. Im Sommer 1895 lüftete er sein Geheimnis und eröffnete in der fertiggestellten Anlage ein Seekurhotel. Adalbert Suschimanns Kurhotel bestand aus einem weitläufigen Hotelgebäude, einem Personalhaus und dem Algendampfbad, dessen Kamin der Anlage den Spottnamen Rote Fabrik eintrug. Laut Dr. Suschimann ließen sich mittels Seewasser und unverfälschter Nahrung aus dem See sämtliche Gebrechen kurieren. Dr. Suschimanns Rezept, Rollen aus Algen und rohem Fisch, sorgte damals weltweit für Aufregung. Anerkennung erntete es allerdings nur in Japan, wo Sushi, so benannt nach dem Erfinder, noch heute als Leckerbissen gilt. Als Adalbert Suschimann 1925 das Zeitliche segnete, übernahm sein jüngster Sohn den Betrieb. Alfred war das schwarze Schaf der Familie. Arbeitsscheu schloss er das Kurhotel und ließ den Großteil der Gebäude verwahrlosen. Nur im ehemaligen Speisesaal eröffnete er ein Wirtshaus, den Goldenen Schwan. Algen, Fisch und Seewasser mussten einer bodenständigen Kost und alkoholischen Getränken weichen. Suschimann war nicht nur ein Trinker, sondern auch ein berüchtigter Choleriker. Sein zorngerötetes Antlitz war jedem Gast ein vertrauter Anblick. Nachdem der Pfarrer einmal zu ihm sagte, er poltere wie ein Ziegel, der vom Dach falle, hieß Alfred im Volksmund nur noch Roter Ziegel. Es erstaunt nicht, dass Alfred Suschimann nicht alt wurde. 1937 übernahm sein einziger Sohn August das heruntergekommene Wirtshaus. August war noch arbeitsscheuer als sein Vater.
Er frönte lieber der Jagd als zu arbeiten. Sehr schnell verkam der goldene Schwan zum Vereinslokal des Jagdverbandes. Die Zechgelage, die zwischen 1937 und 1940 im Jagdhaus abgehalten wurden, waren bis nach Zollikon zu hören. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges setzte dem Wüstentreiben schließlich ein Ende. In der Stadt hielten wieder zwinglianische Sitte und Ordnung Einkehr. 1940 erschien Hermine, Augusts gestrenge und zu Recht empörte Schwester. Sie schloss das verwahrloste Lokal eigenhändig und nahm ihren Bruder in Gewahrsam. Diese am schönsten Ort, Stadt 1941 verpachtete Hermine Sushimann die Hotelleriegebäude an den Verein Freundinnen junger Mädchen, der hier eine renommierte Haushaltungsschule führte. Das Wirtshaus wurde vom Frauenverein übernommen und im Herbst 1941 mit dem Namen Seeheimetle neu eröffnet. Jahre der Ruhe und des Fleißes. Die 60er Jahre mit ihrer Aufbruchstimmung brachten auch dem Fabrikareal Veränderungen. 1966 musste die Haushaltungsschule ihre Tore mangels Schülerinnen schließen. Auch das Seeheimetle schien dem Zeitgeist nicht mehr zu entsprechen und schrieb rote Zahlen. Im Jahre 1968 verkaufte die Erbengemeinschaft Sushimann die gesamte Anlage ans Opernhaus, das Lagerräume für die Requisiten suchte. Das Gastlokal blieb der Öffentlichkeit allerdings erhalten. Es wurde an den ehrgeizigen Jungunternehmer Werner Egel verpachtet. Dieser trimmte das Interieur auf London-Look und eröffnete im Juni 1969 sein Popcafé. Egels Bemühungen waren in Zürich nicht mit Erfolg gekrönt. Erst Jahre später schaffte er im Ausland mit seinem neuen Konzept dem Hard Rock Café den Durchbruch. Heute ist er stolzer Besitzer einer internationalen Restaurationskette. Der Roten Fabrik brachte das Jahr 1980 wieder einmal eine Schicksalswende. Als die Krawalle vor dem Opernhaus nicht mehr aufhören wollten, überließ man den Randalierern schließlich das Requisitenlager, um sie möglichst live weg zu beschäftigen. So kehrte im Stadtzentrum wieder Ruhe ein, während sich am Stadtrand das alternative Kulturzentrum Rote Fabrik entwickelte. Das Restaurant wurde von ein paar Idealisten übernommen.
Sie gründeten ein Kollektiv und verschworen sich der biologischen Küche. Bei der Suche nach einem Namen stießen sie in alten Dokumenten auf Alfred Sushimann und nannten das Lokal nach ihm zum Rote Zirkel. Der Anfang des Roten Ziegels war etwas holprig. Allmählich aber fand eine Annäherung an einen breiteren Publikumsgeschmack statt, was 1985 in einer Namensänderung seinen Ausdruck fand: Ziegel Olack. Meine Herren, bitte sehen Sie mich lösen, erwachen. Ich mache das Beste für jeden. Sie geben einen Penny, ich bedanke mich schnell. Sie sehen meine Lupe und die sonnige Haut. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Ja. Cool. Aber meine Sache kann mich alles selber haben. Und man fragt, was ist das für ein Schreiber? Und man wird mich blechen. Ha! Nein, so nicht, meine Liebe. Du, du redest Schock und siehst nicht, dass wir ein Löffel sind. Das Haupt musst du da anstehen, denkst du. Ich würde gerne bestellen.
Wir beschießen die Stadt. Meine Herren, darf ihr wohl, ich lache auf Hören, denn die Bäumen fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt dem Erdboden gleich. Nur ein luppiges Hotel wird beschoben von jedem Streich. Und man fragt, wer wird bist du da drin? Du, bist du Personaltisch? Was ist das? Ja, nein! Nein. Heute ist der Ziegel ein basisdemokratisches Kollektiv. Sämtliche Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind gleichberechtigt. No work, no work.
Hund! Der Schäferhund! Der Ziegel ist einer der wenigen nicht gewinnorientierten Betriebe auf dem Platz Zürich. Und so wollen wir denn hoffen, dass alles noch weitere 100 Jahre so schön und so gut bleiben möge. Trotz ruhig ist es nicht.